Ja, herzlich willkommen. Da gibt es wieder einen Live-Bericht. Das Wetter ist die letzten Tage schon ziemlich heiß gewesen. Wir haben heute auch sehr heiß, sehr schwüles Wetter. Wird vermutlich in den nächsten Tagen dann irgendwann mal auch Gewitter geben, weil es wirklich unerträglich ist. Oder nahezu unerträglich, sogar die Kroaten stöhnen. Wir sind derzeit gerade in Lucca. Da sind wir angekommen, wo wir von heute wieder eine interessante Nachtfahrt machen werden, aber dazu später mehr. Derzeit üben wir gerade Anlegen, seitliches Anlegen mit Eintampfen und Vorspringen. Da haben wir da in Werner, der da sozusagen jetzt gerade am Ruder ist. Und wenn wir nach vorschauen, haben wir da, sehen wir an der Mauer, der Franz, der die Leine dann übernehmen wird. Und der Nick ist unser Leinengänger und das schauen wir uns kurz an, wie das ausschaut. Wir fahren da mit leichtem Rückenwind. Nicht viel, aber ein bisschen. Es reicht aus, dass der Wind ausreichend anschiebt. Und dann schauen wir uns an, wie das nach vorne ausschaut. Da kommt die Mauer immer näher, hier also von meiner Position ungefähr, Position vom Rudergänger. Da glaubt man, man sitzt schon auf der Mauer, aber es ist doch noch einiges am Platz. Ja. Ja, eine leichte Drehung ins Boot bringen. Dann wird gleich die Leine übergegeben werden. Ja, die Leine über, da Franz gekonnt, schmeißt er da einen dreifachen Webeline-Stick drüber. Und wir liegen schon an der Mauer. Am Schluss gibt es dann noch einen kleinen Bonus-Track, da hat unser Klippenspringer, der Nick. Applaus für den Nick, ja. Ein Mörderstunt hergezeigt, ja, ist er vom Bunker oben heruntergesprungen und das gibt es jetzt gleich im Anschluss. Geschätzte Höhe ca. 11 bis 14 Meter, wissen wir nicht genau. Okay, also dann, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.